Moin Leute und herzlich willkommen. Machen wir nochmal. Das ist ja verrückt hier heute. Wir sind mitten im Kampf. Warum drückst du einfach weiter? Ich wollte das nochmal machen. Achso, nein. Wir machen jetzt hier, hä? Wir sind doch jetzt... War doch gute Anmord. Warum klatschen du so dumm? Zum Sinken. Verstehe ich jetzt gar nicht deinen Punkt. Okay. Oh, Hutz, das heißt ja genau so ein Loser, Alter. Ja, du wolltest ihn unbedingt mitnehmen. Der ist geil, ja. Digga. Der ist geil. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Wieso sind wir denn mitten im Kampf? Was ja, wieso sind wir denn eigentlich mitten im Kampf? Weil Florbert sich dachte, wir beenden einfach mit einem Kampf. Oh mein Gott, Flammenwurf! Schau. Was denn? Also ich gegen ihn. Ich wollte gerade schon. Ich war mir jetzt nicht sicher, wer auf wen das drückt. Aber. Wieso bleibe ich hier drinne? Wieso bleibe ich hier drinne? Okay. Das weiß ich nicht. Oh mein Gott, er hat dich getrappt. Ja, jetzt muss ich hier drinnen, jetzt werde ich hier sterben. Gut, dass er es weg gleich. Junge, wir sollten das nie wieder machen. Mitten in einem Kampf. Wir sind ja komplett neben der Spur. Wir wissen ja gar nicht mehr, was abgeht. Wir sind doch immer neben der Spur. Ich verstehe jetzt den Punkt nicht. Jetzt misst mein Nassschweif und Fußkick wird so viel Schaden machen, weil ich so schwer bin. Oh ja. Ich glaube auch. Aber du hast die Überreste zumindest. Und dieser Wickel. Ist doch toll. Dieser Wickel. Dieser Wickel! Super. Ja, ist super. Ich baller mal einen Superschutz rein, ne? No, mach das ruhig. Du hast ja in der letzten Folge angekündigt, dass du heute ein großes Geheimnis zu lüften hast. Was denn? Was? Was das große Geheimnis ist, was du in der letzten Folge angekündigt hast? Das große Geheimnis ist, dass ich schwanger bin. Oh. Ja. Von wem? Von mir selbst. Ich bin das erste Mensch, der sich selbst befruchtet hat. Also künstlich halt. Ja, dachte ich mir. Ja. Klingt aber irgendwie cool. Ist tatsächlich auch ziemlich cool. Weil erstmal bin ich der Erste, was schon cool ist. Ja, ist immer gut. Schreibt das auch immer unbedingt in die Kommentare, wenn ihr Erste seid. Das ist richtig. Elementar. Ist halt auch eine Sache, auf die kann man schon stolz sein. Egal in welcher Lebenssituation. Wenn man Erster ist, kann man schon stolz drauf sein. Und außerdem ist das ja eine wissenschaftliche Sensation an der Stelle. Ein alter Reif. Geil. Ja, ein alter Reifen. ja. Wäre auch nice gewesen. Ja. Und so okay. Kam es dazu, dass ich schwanger geworden bin, tatsächlich. Mhm. Digga, Elvin und die Chipmunks. Die sehr, sehr lauten Chipmunks. Die sehr lauten Upgrade. Ich sehe ja. Seh überhaupt Elvin. Ich habe vorhin Dubiostes gefunden. Alter. Das ist ja witzig. Cool. Cool, ja, toll. Das ist ja mega witzig. Oh wehe, du kannst wegrufen. Okay, Glück gehabt. Wie kommt man hier irgendwo hin? Ah, I see. Mm, ich war auch sehr verwirrt. Was für ein Rätselspaß, das freue ich mich aber. Ein Netzball. Trauhaut. Ein Trauhaut. Guck dir das an, guck dir das an! Haha, der Idiot! So ein Idiot! Nice. Sie sind es, Melone. Sie sind es. Die Melone ist doch gar nicht so scheiße, wie man denkt. Die Melone. Elvin. Oh, Peppinella, der nächste Falter in meiner Liste. Nice, du. Flammenwurf! Mogelbaum ist natürlich nett. Quetschwalze. Oha. Ja. Schocksamen! Hey, Weilert aber auch cool, oder? Ich dachte ich. Irgendwie mag ich das Duo. Ich möchte auch irgendwas rufen. Ja, es ist auf jeden Fall ein Derpy-Duo. Kann man mal festhalten. Zu Derpy-Duo. So, Elvin, was hast du noch? Kaschnilz. Ja, da gehe ich vielleicht doch mal raus, tatsächlich. Aber mein Flug-Pokémon ist ja tot. Ja, nice. Ne, freut man sich schon. Danke dafür. Ja, hier waren wir. Ich weiß schon, oder? Ja. Ja, ist mega verwirrende Route. Was ist denn? Achso, boah, dein Flug-Pokémon ist tot. Ich dachte gerade, es ist live was gestorben. Alter, der Wunderraum. Eieiei. Der Wunderraum. Jetzt habe ich eine kranke Death. Scheinwerfer! Warum? Weil es krank. Habe ich eine Krampe. Ja, und der Filter. Also, Latias sterben zu sehen wird sehr, sehr spannend. Nur über Zoroark, sage ich. Nur über Zoroark. Ja, das ist halt nicht unwahrscheinlich. Ne? Das ist aber auch immer das Geile, finde ich, an das Soul Link. So, wenn du eine normale Nuzlocke hast oder so, wenn du da was Brokenes findest, ist halt, dass das stirbt, ist nicht so wahrscheinlich. Es gibt natürlich immer viele Möglichkeiten und so. Mhm. Ja, Konter zum Beispiel. Aber, ne? Konter ist aber über die Soul Link ist natürlich nochmal eine andere Sache. Richtig. Hier ist Wasser. Hinrollen. Da musst du jetzt speziell rangehen an die Geschichte. Er heißt einfach Atze. Das ist Atze? Pokémon-Züchter Atze.
Geiler Typ mit Magbrand. Nassschweif, I guess. Der Boy könnte wahrlich ein Problem werden. Nee, nee, mach ihn einfach trotzdem weg. Finalschlag, uiuiuiui. Ich weiß nicht, Middletick? Hat nur nicht sehr effektive Attacken. Perfekt. Folge 7. Melone, wir bleiben mal drin. Ja, besser ist. Wie viel macht so ein Flambo? Wahrscheinlich nichts. Das ist immerhin speziell. Psi-Welle. Uiuiui. Aber das macht keinen sehr effektiven Schaden, sondern ist konstant. Also variabler, konstanter Damage. Variabel, konstant, genau. Also bewegt sich innerhalb von einer festen Range. Correct. Oh, der Burn. Oh, dafür bin ich gegangen. Dafür bin ich gegangen, für die Hex. Ja, wirklich? Ja, ist doch cool. Wenn's geklappt scheint hat. Nichts Krasses zu haben, irgendwie. Ja, dann gehen wir mal raus in den Milo-Boy. In den Boss. Ist nichts. Sagen wir was Cooles? Ach, hier ein Giftschleim. Ui, wenn ich jetzt noch ein Gift-Pokémon hätte. Ui. Ui. Okay, ich glaube, der ist echt nicht gefährlich. Das sag ich doch. Aber er hätte echt gefährlich werden können. Nee, nee. Woher denn? Woher denn? Wieso denn? Warum denn? Weshalb? Warum? Super Tränsche. Wollen wir mal hier Finalschlag wieder ein bisschen aufpäppeln. Peppeln! Kennst du Pepper noch? Pepper Woods? Ja. Eine Frau Ellie. Genau den. Boah, so ein Flora ist ein Bastard, ne? Der ist nicht gefährlich. Ja, und wenn Flora doch, habe ich Turtok auf der Bank. Also ich kann mit Milotic jetzt ein bisschen Risiko gehen. Quetschkopf ist keine gute Entscheidung für dich, Bruder. Geh unbedingt mit Milotic aufs Risiko, wo du letztens noch gesagt hast, wenn Milotic stirbt, ist mein ganzes Team gar nicht. Ja, aber da hatte ich ja Shiggy noch nicht. Ja, das stimmt. Du hast absolut jetzt, recht. Weißt du, jetzt ist, du hast jetzt absolut, ist alles anders. Absolut recht hast du, ja, ja. Es ist alles anders. Alles anders. Alles anders. Richtig. Solange du wild bist. Genau. So. Wir super tränken. Sonnenstein, na hören Sie mal. Sonnenstein? Ein Wandersmann, na hören Sie mal. Der Weltenbummler. Der Weltenbummler. Ja, ja, der Weltenbummler, Lorns. Ich sag, wir verlieren auf dieser Route noch ein Pokémon. Das kann passieren, aber warum chingst du es eigentlich ständig? Warum machst du das? Warum bist du denn so? Ich meine, Regis Ziel ist jetzt... Das ist meine achte blaue Flöte. Ja, aber blaue Flöten auch sehr krass. Weiß ich jetzt nicht. Der hat raue Haut. Der Bastard. Er klaut mir meine Überreste. Nein! Was machen blaue Flöten? Ja, keine Ahnung. Die Flöten halt. Die machen so Flötensachen. Jemandem im Gedächtnis zu bleiben, ist wohl der Beweis, dass man gelebt hat. Okay, der übel tiefsinnig. Plötzlich Deep Talk und Pokémon Schwarz. Ich bin zurückgelaufen! Ich dachte, das wäre ein neues Areal. Du Idiot. Okay, ist hier noch irgendwas? Zum Weltenbummler muss ich noch. Der Weltenbummler. Er hätte so eine Höhle auf jeden Fall, ne? Also nochmal ein Countertime hier. Ja, das ist hundertprozentig ein Pilz. Oh, nö, Flinkfeder. Na gut. Ich könnte sagen, wo noch ein Pilz ist, mache ich aber nicht. Ja, einen habe ich schon gefunden auf jeden Fall. Ja, ja. Aber einer kommt noch. Der hier. Den talk ich nicht an. Okay. Das sehe ich gar nicht ein. Okay. Sag, wenn es ein Item ist, ja? Es könnte über den... ich beende die Aufnahme. Ne, es wenn ist ein Item. Ich beende die Aufnahme, wenn es keins ist. Wirklich. Es ist ein Item. Also Real Talk. Es ist Real ein talk. Item. Real Talk. Es ist ein Item. Schwör auf ApoRed. Schwör auf ApoRed, Decker. Gut. Tornopto. Weiß ich gar nicht. Der hat Dings, ne? Der hat Dings! Stormso. Ja, und Energiefokus scheinbar. Ja, ich weiß, ich musste. Oh mein Gott, Whirlpool. Oh, sah cool aus. Aber macht mir ein bisschen Sorgen. Ein bisschen. Mein Fokus-Code ist auf jeden Fall schon mal eliminiert und ich kann nicht mehr wechseln. Gut. Wie stark ist Ablettip? 75, ne? 75. Und Zerschneider auch. 75. Aber Gegenstoß könnte stärker werden. Okay, nur Whirlpool. So. Gucken wir doch mal, was hier die Katrin, was die so macht. Katrin. Ne? Die Katrin. Gut. Ach komm. Ja, so knappig.
Ach, bei Trikefalo, ja. Angenehm. Angenehmo. Explosion. Ach, ich drücke einfach. Also, Vitalskraft. Sollte okay sein, aber im roten Bereich Explosion zu drücken, schon gemein. Das ist echt frech. Crit könnte töten. Critty, Mitty? Das war ein Crit. Ich sollte aufhören, Sachen zu callen. Tja, ja, solltest du. Jetzt schlafe ich wegen aber dem. Mich würde echt mal unsere Crit-Statistik interessieren. Ich glaube, ich wurde so viermal mehr gecrittet als du. Nö. Aber kann halt auch sein, dass es täuscht. Aber ich glaube schon. Nee, glaube ich nicht. Doch. Ich wurde auch schon super oft gecrittet. Allein in der letzten Folge 13 Mal. Ja, dann sind das schon mal 13 Mal weniger als ich. Na, weiß ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Oh, der hat Fokusstoß. Unangenehm. Bist du? Ah ja, du bist der Galaxo. Easy. Free. Alter, free. Das macht nothing. Ist das, nothing. Los, Botox. Nachthieb. Macht bestimmt so 20? Umwandlung 2. Gestein. Ich bin jetzt Typ normal. Jetzt bin ich immun gegen seine Geist-Steps. Finde ich sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr gut. Wichtig und richtig. Nachthieb. Nachthieb! Crit. Nachthieb sah bei dir irgendwie krasser aus. Ja, ja, der war aber auch krasser. Ich bin wieder Käfer. Ich bin wieder Käfer. Ich bin wieder back. Giftwolke. Giftwolken Ramos. 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 Wie das die Mexikaner aussprechen. Ramos. Ramanas. Gift macht super viel Schaden, ne? Ich drück nochmal Stärke. Oh, Schmarotzer. Aua. Okay, alles gut. Ja. Jetzt Finalschlag, into burn Schaden. Giftschaden ist ja viel schlimmer. Achso, du bist schon vergiftet, ja, okay. Naja. Naja, ist gar nicht viel schlimmer, hier ist er noch gleich. Sorry. Schmutziger Lügner! Bist du. Du wieder, ne? Sehe ich denn jetzt schon wieder? Na, weil du. Achso. Finde ich einen guten Sinn. Grund eigentlich. Ja, ja, macht schon Sinn, macht schon Sinn. So, ich habe ja auch Hyperheiler gekauft, irgendwann mal. Mir relativ sicher. Niemals. Doch, safe. Da kann man auch sowas wie Herzkonfekt benutzen. Hyperheiler. Zack, zack, let's go. Eine Abyssplatte, krass. Lotte. Da ist ja ein abgerissen, ey. Ja, ja. Ein Wasserstein. Ich hatte einen Platzstein gebraucht. Oder entwickelt sich Kapaloris mit dem Wasserstein? Also, Dings. Wer Tengulis oder Kapaloris? Ja, nee, hier, Samurzel. Schmurzel. Ja, warum soll der sich denn mit einem Wasserstein entwickeln? Na, ja, aber. Reiche schon? Der wird doch zu einem Wasserpflanzen-Pokémon, oder nicht? Ja. Achso, da kommt. Schmurzel? Blanas? Blanas? Ach nee, es ist ja Tengulis. Ach, Schmutz, ich war die ganze Zeit bei Kapaloris. Ja, echt, ist mir gar nicht aufgefallen. Holy Schmutz. Eine Wiesentafel. Ja, Mensch. Oh, hier, oh, lass mal auf die Wiesen gehen zusammen. Also, ehrlich gesagt, gibt's. Zeug, worauf ich mehr Bock hätte. Waren wir in der Riesengrotte schon mal? Die Riesengrotte? Nie im Leben. Das ist, hier ist eine Lichtung. Oh mein Gott. Okay, guck du mal, was da ist. Das ist vielleicht lohnt es gar nicht. Oh! Oh, Kram, Chef, oha. Komm back. Aber das vielleicht habe ich hier meinen Encounter, drin. Ne? Da ist nur ein Splitter drin. Verdammt! Okay, ich komme erst zu dir. Also, falls wir in der Riesengrotte nichts haben. Ich weiß nicht, waren wir hier schon mal irgendwie von irgendeiner anderen Seite? Riesengrotte sagt mir nichts. Boah, Porygon 2 ist ja insane. Ja. Du hast einen Evolit auch noch, ne? Ja. Ja. Ich habe aber auch eine Dubios-Disc. True. Eierbombe. Aber ich sag Porygon 2. Ach, ich habe noch meinen Schutz eingesetzt, ich Troll. Aber ich sag Porygon 2 schon. Besser als ja, Z. Kommt drauf an. Vor allem ohne Anpassungen. Ja. Kommt drauf an. Wenn ich was Offensiveres will, natürlich der andere. Aber wahrscheinlich ist Polygon 2 schon am besten, ja. Zusammen mit Milotic hast du halt einfach den Core des Todes. Das ist schon crazy. Das ist ein geiler Encounter. Das ist schon echt crazy. Ja, aber du mit Kramchef da hinten auch, ne? Ja, Kramchef auch ein geiler, ja, ja. Haben wir ja schon mal gesehen. Also das ist auch sehr, sehr cooler Encounter. Ich finde, haben wir aber auch gebraucht. Wir hatten jetzt irgendwie so ein paar Low-Level-Encounter. Naja, jetzt lass erstmal abwarten, was ich hier krieg. Ja.
to be honest. Der letzte Wasserstarter, der uns gefehlt hat, jetzt Real Talk, ne? Nehme ich den. Ja, kann gut sein, das ist echt der letzte. den nehme also ich halt. Insgesamt in dieser Soling. Wurde zur Erforschung anderer Planeten weiterentwickelt. Diesem Anspruch wurde es nicht gerecht. Stark. Stark. Okay, ich brauche einen Namen. Du bekommst deinen Namen. Ja, danke. Willst du den entwickeln oder nicht? Das ist jetzt wichtig. Ich tendiere zu nein. Okay. Außer, du sagst jetzt die ganze Zeit so, ey, Polygon 2 entwickelt sich. Dadurch, dass wir diese Entwicklungs-Tutor. Weil das würde mich abfucken. Nenn es. Ja, nenn es einfach. Ja. Polygon. Gon. Gongs. Nenn es Peking Ente. Peking Ente. Peking Ente ist gut. Passt nicht. Warum passt das nicht? Ja, nenn's halt nur. Dann nenn es halt China Ente. Das ist rassistisch. Wahrscheinlich. Großmaul Pokémon. Ich brauche auch einen Spitznamen. Es passt einwandfrei. Ja, ich weiß. Impergator, Kanimani, Imp. Das ist der Impfgegner. Ja. Da haben wir jetzt zwei politische Statements gesetzt an der Stelle. Impfgegner. So. Hatten wir Impfgegner nicht schon? Nein. Safe! Ich nenne ihn trotzdem. Was? So, aber warum sollten. Wir hatten den Impfgegner schon. Safe. Warum sollten wir denn Pokémon Impfgegner nennen? Impoleon hieß, glaube ich, so. Was? Oder? Warum denn? Safe, der Name sagt mir so viel. Niemals. Ich hätte gerne. Ansonsten haben wir die Soling verloren. Einfach verloren? Ja. Safe hatten wir irgendeinen Impfgegner schon. Nein. Okay. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's aber. Weh, ich habe hier keinen Mon drin, ne? Das wäre ziemlich Schmutz. Aber müsste eigentlich. Dann bräuchte ich da ja gar nicht hinlaufen eigentlich. Am Chef und? Ist echt nichts drin. Was macht man jetzt? Ja, ist kein Kramchef halt, ne? Ah, okay. Das ist jetzt ein bisschen sad. Das ist ziemlich sad, ja. Ja. Na gut. Dann? Ja, dann sind wir ja hier. Ah, nee, warte, wir können in die Höhle gehen. Ja, aber wahrscheinlich geht's da nicht weiter, ne? Ja, ich denke auch, ja. Ja, dann können wir von mir aus jetzt die Arena anfangen und den Leiter dann in meinem Part. Ja, na klar. Das ist okay. Ich krieg wieder zwei Schmutzparts, Digga, weißt du? Na, ich würde jetzt nicht sagen Schmutzparts. Wohl Schmutzparts. Aber schon die minderwertigen, ja. Ja. Aber erst guck ich mir mein Pokémon noch an. Nö, ich guck mein Pokémon an. Hey, du bist ja schon da. Bist du geflogen? Ja, warum denn nicht? Hey, du bist so smart. Ich habe kein Pokémon, das fliegen kann, deswegen lasse ich's. Ja, kannst du ja deinem neuen Pokémon beibringen. So, Vesprit hat auf jeden Fall Chlorophyll, hartes Wesen, Horta, Delegator, Eiseskälte, Vitalglocke. Das hat nach 18 Moves geklungen, was du da vorgelesen hast. Ja, aber keinen guten dabei. Porygon 2 hat Schildlos, Eierbombe, Lohekanonade, Aquawelle und Todeskuss. Okay. Wild. Mein Jungklut hat Kampfpanzer als Fähigkeit, was ganz nice ist eigentlich. Wachstum, Wagemut, Zwango und Erstauner. Schmutz. Was guckst du so? Ja, das Moveset ist nicht so geil, ja. Ja. Und mein Cornimony hat Schildlos als Fähigkeit. Oh, auch! Schildloses Duo, oder? Walzer, Steinhagel, Gesichter und Powerpunch. Boah, Schildlos, Walzer, okay. Digga. Irgendwie habe ich bei Powerpunch kurz an Wuchtschlag gedacht. Das wär auch geil gewesen. Ja, Schildlos für Steinhagel und Walzer halt schon mal gut, ne? Mhm. Und bei mir halt auch Lohekanonade kann missen. Eierbombe hat nur 75. Todeskurs, warte mal. Todeskurs? Mit Schildlos. Oh ja, auch nice. Also quasi Pilzspore. Ja, super strong. Ja, guck mal, strong. Step Eierbombe hat auch noch 75, oder? Ja. Ja, mega. Deswegen, nice. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Ja, ist sehr geil, ja. Ich hab Bock, die Peking-Ente mitzunehmen. Hast du Bock, Impergator mitzunehmen? Safe. Der ist cool. Den schmeißt du noch raus dafür. Beilot und Husis. Ja, Pudox, oder? Weil, wem ist Pudox noch gleich? Relaxo. Relaxo, Boah, ist es mit Siberio? Nö. Waschakwil. Ah ja.
Ja, okay, dann. Wir können auch Hutzesser Weilord rausnehmen. Ja, okay. Ja, dann lass die rausnehmen. Dann haben wir noch, okay, ein Plätzchen frei. Okay. Außer Hutzesser ist jetzt übel krass bei dir, dann nicht. Hm. Ja, dann würde ich sagen, trainieren wir die Pokémon auf ein angemessenes Level. Bis gleich. Ja. Okay, wir haben. Das ist meine Folge, ne? Ja, aber wir haben trainiert. Habe ich schon gesagt. Ja, jetzt habe ich dir schon weggenommen im Moment. Alter, es ist einfach nur frech, was du diese Folge mit mir machst. Pekingente hat sich nicht entwickelt. Das heißt, wir bleiben beim Evoliten. Mhm. Ich sag mal, mit 119 Verteidigung, 111 Spezialverteidigung sieht dort ganz gut aus. Hitzewelle statt Lohe Kanonado gelernt. Per TM. Ja. Nice. Eierbombe ist auch krass, Todesbus ist krass, mit Schildlos, sehr cool. Ja. Mein Pokémon hat auch Schildlos, das ist sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe Walzer, Steinhagel, Feuersold und Meditation und trage das Item Steintafel. Ich bin noch nicht so überzeugt, aber vielleicht... Vielleicht kriegen wir ja auch gleich eine geile TM oder sowas, ne? Genau. Das kann ja möglich sein. Wir gehen in die Arena, nehme ich an, oder? Ja. So, Tafelwasser gönnt man sich. Ach, nicht Rätsel lösen, bitte ach jetzt. So. Reicht doch. Ach so. Ja, daran denken, ne, dass wir Level 55 nicht überschreiten. Let's go. Pokémon 2 ist aber auch echt so ein Pokémon, das stirbt nur, wenn Imperator stirbt. Also nur dadurch. Der Imperator wirkt jetzt auch erstmal einigermaßen bulky zumindest. Gesenkte Spätzdev, Bruder. Gesenkte Spätzdev. Ja, wird schon. Schon. Panferno. Todeskurs. Pumpkick. Und tot. Ja, genau. Das wäre wild gewesen jetzt. Mein Steinhagel, das wird jetzt nicht krass viel machen. Aber ich habe das Gefühl, die wachen sehr, sehr schnell auf hier in dem Game. Also nach einer Runde. Mal sehen. Nein. Nee. Die sault mir meine Fähigkeit. Nicht schildlos. Erstes Match für den, weißt du, direkt. Schildlos. Ja, ja, es ist richtig traurig. Und jetzt kommt auch das könntest oder so, ne? Wer wild. Oh, Drachentanz, wer Prokimoa. Das ist ja gemein. Petroa. Todeskuss. So, der ist weg. Bastard. Bastardo. Lantern. Auch Lantern. Hä? Als ob. Hab ich auch gerade gehabt. Als ob. Pass auf, der Kantonkick. Vielleicht. Ob. Vielleicht. Was bringe ich denn für Aquawelle? Ich sage nein, der hat keinen Turmkick. 55. Boah, sieht das schön aus. Deswegen bin ich vielleicht dafür gegangen. Okay. Nein! Oh, wir müssen aber dran denken, ne? Ja. Schildlos wirkt auch für den Gegner. Richtig. Das heißt, wenn wir underleveled sind, nix wie raus da, weil K.O.-Attacken treffen uns dann. True. Oh, Willensleser, Mensch. Kreuzschere? Bastard, ich hab Filter. Voll Crit. Ja. Ja, hast du dich jetzt 8-mal selbst angegriffen? Was soll denn das, Pekingente? Pekingente. Irgendwann ist auch mal Schluss. Mein Gott, ey, Pekingente. Ja. So eine Enttäuschung. Jetzt schon. Ich muss sagen, der Damage-Output ist halt nicht so krass, ja, damit war zu rechnen, I guess. Aber kann ich dem jetzt zum Beispiel das Upgrade zum die Dubiostis zum Tragen geben und er würde sich entwickeln? Boah, das kann sein. Nicht, dass ich das will. Vielleicht kannst du es auch einsetzen direkt auf den oder so. Ich weiß es nicht. Ja, müsste man mal gucken. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das überhaupt so... Der Play ist Kugelsaat. Mit Technika. Das ist wild. Ich dachte, er wird gerade auf sich eingesetzt. Also ich glaube nicht, dass ich Tagelieb mit dem einsetze. Ja, Kugelsaat auf mich mit Fokusgurt wäre sehr, 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 sehr problematisch. Ja. Ja, Tagelieb kann, glaube ich, schon weg, ja. Also ist cool so, ist nice to have, aber ich bin so ein Noob-Spieler. Ich brauche Angriffsmoves. Ich glaube auch nicht, dass Kabutops eins der Pokémon ist, das Tagelieb unbedingt drückt. Rayquaza, nee, ach so, ja, das ist ja angenehm jetzt. Ach so. Entspannt auf jeden Fall. So, Pekingente. Let's go. Pekingente wollte übrigens auch Fassade lernen. Aber ich dachte mir, Eierbombe ist wahrscheinlich besser. Drachenpuls kann der. Ach so. Okay. Also. Das macht eine ganze Menge Schaden. Steinhagel. Ich begrab den. Weg mit dir. Du kleiner Bastard. 4600. Sieht aus. Boah, Alter. Einfach Level 55 gleich. Barbara! Okay, Jan Magor. Ich habe gehört, Hitzewellen schmecken ihnen nicht. Druck Steinhagel.
Oh, senkt meine Genauigkeit. Lecker. Try me, bitch. Versuch's doch. Oh, One Hit KO. Lecker, schmecker, fein und rund. Auch hinein in Yanmas nicht so gute spezielle Defensive. Genau. Okay, nice, nice, nice. Schwimm. Ist das eine süße Arena? Ach mein Gott. Ja, ne? Und die Musik erstmal. So eine süße Arainsky-Diggy. Das ist aber ein cooles Rätsel. Ja, das hast du sehr gut gemacht auch. Direkt. Hey, wie? Was denn? Hä? Ist doch richtig? Okay. Hä? Okay. Nochmal Rayquaza. Hä? Was ist denn hier los? Warum? Läuft bei dir. Ja, halt nochmal Steinhagel, oder? Oh, diesmal ist er schneller. Oder ist Willenslaser mit Prio? Nee, ist es nicht. Nee, Willenslaser ist keine Prio. Ja, pass auf, ne? Pass auf, du. Ich pass auf, du. Aber was haben die denn eigentlich mit ihrem Willenslaser, wenn wir denn Schildlos haben? Macht ja gar keinen Sinn. Weiß doch nicht, aber das wissen die doch auch nicht. Brutal. Ich muss auch gegen Dracheflug. Ja. Drück Steinhagel. Hab ich leider nicht. Drück mal Todeskuss. Ach, Alter. Was haben die denn mit dem Verwirren? Dieses Verwirren immer. Ist ja so anstrengend auf dem Ende. Ja, weil der greift sich 3 von 3 Mal selbst an bisher. Ja, perfekt. Was soll denn das? Latrine. Auf geht's. 4 von 4 Mal. Warum ist denn der so dumm? Weiß es nicht. Jetzt kommt Bodyguard! So, weg mit dir, Tentoxen. Jetzt bin ich nicht mehr verwirrt und jetzt kann er mich wieder verwirren, oder? Ja. Jetzt kann er dich verwirren. Okay, cool. 5 von 5 Mal. Nein, einfach keinen Bock auf dich. Ich sag dir, wie es ist. 6 von 6 Mal. Hä? What the fuck is happening? Flinch. Junge. Moin. Ich strebe nach einem Stil. Ja, musst du raus jetzt, oder was? Ja. Na, also, ich könnte auch heilen, so. Aber da tue ich mir jetzt nicht weiter an. Sehe ich den Punkt, Taubos, ey, dass ich den mal wieder sehen darf. Ey, Taubos, cooler Boy. Zuletzt in Generation 4 gesehen, Alter. Sir Henry ist, Also, ich wurde, glaube ich, noch nie so hops genommen von diesem Brutalander gerade, ne? Wie von diesem Brutalander. Das schmeckt aber 7 von 7, wenn man mit Sir Henry jetzt auch noch mitgeht. Lucky you. Acht von acht. Ich bin auch gerade verwirrt. Ich habe mich nicht selbst getroffen. What the hell? Ist kaputt. Dein Spiel ist kaputt. Das merkt, dass du, dass das ein Hack ist. Bestimmt. Also 8 Mal in Folge sich selbst angreifen. Wie wahrscheinlich ist es? Ziemlich unwahrscheinlich, glaube ich. Ziemlich sehr unwahrscheinlich. Okay, ach, der kann ja nicht mal irgendwas gegen den. Nee. Aber ich glaube, er auch nicht gegen mich. Außer mich verwirren und ich greife mich dann halt die ganze Zeit selbst an. Aber das kann er gut, ja. Ja, das kann er sehr gut. Taumeltanz. And here we go again. Stärke. Oh mein Gott. Oh, ich bin durch. Ja. Yeah. Never ever. Zu den Schaden an. Same. Ja, da war es dann auch schon wieder vorbei. Das ergibt alles gar keinen Sinn. Und? Das kann es jetzt gewesen sein, ne? Okay, nur Taumeltanz. Digga, das ist doch nicht dein Ernst. Brutalander will's aber auch dick wissen, Junge. Dick. Udugabudo, da ist er. Drückt er direkt Taumeltanz auf den Switch? Na klar. Junge. Ist ja Brokey Mokey. Hey, wie viele Pokémon hast du denn noch? Was für Frostagey denn? Was für Raub? Ich glaube. Hast du ihn? Nice. Ja, erstes von 3 Pokémon.
Ja. Ganzes Team ist tot. Schmilli, oh, was? Billi. Oh, er hatte nur eins. Gott sei Dank. 1 von 3 tot. 1 von 3 tot. Alarm. Ja, aber stell dir vor, da wären jetzt noch 3 gekommen. Nee, ganz ehrlich? Imagine. Zauberasche einsetzen. Wieso triffst du natürlich mit. Es wird keine Wirkung haben. Na gut. Dann halt so. Boom. Tot. Frostachy, du kleines Snitch. So, auch Level 55 Wampensitz. Dieser Kampf hat mich gebrochen. Ja. Ich habe jetzt schon ein paar Pokémon auf 55 und irgendwie finde ich es kritisch. Ja. Also bei mir ist nichts auch nur an. Irgendwas machst du falsch. Nö, wieso mache ich das falsch? Ist doch genau richtig. Naja, mein. Ich habe nicht ein Pokémon auf 55. Okay. Also, irgendwas machst du falsch. Na, falsch. Na, würde ich schon sagen. Würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, du kämpfst halt einfach mit dem es am bequemsten ist, ne? Ja, deswegen habe ich auch 3 Pokémon auf 55, 1 und 2 auf 54. Weil es, ach, so bequem ist, genau! Weil es super bequem ist, die ganze Zeit gucken zu müssen. Pete Sneeze ist die ganze Zeit in deinem Team. Warum spielst du denn nicht mit Pete Sneeze? Junge, weil der Bastard zackt! Ja, ach nee. Ja. Willkommen in meiner Welt, in der ich mit Pudox kämpfe. Nee. Doch. Nee. Ach komm, als ob das nicht killt. Konter ist übrigens noch so ein Ding, ne? Für Porygon. Konter ist ein Ding, ja. Oh, killt jetzt die Welle? Ja, muss. war knapp, sag ich. 9000! Alter, hab ich gerade eine Menge rausgespuckt. Holy shit. 9000? Hab ich aber auch schon sehr lange nicht mehr gesehen. 9000 ist crazy. Da ist mein Encounter. Schade. Ey, nee. Was hat er gemacht? Oh. Sorgesam. Ja, und Todeskurs Mist natürlich. Digga, kannst du auch irgendwas in deinem Leben erreichen? Bitte, Porygon, bitte. Drachentanz? Und ich werde nochmal missen. Drachentanz ist sehr wild. Okay. 50. Ja. Schön. Jawoll. So. Was passiert da? Ich gehe wieder raus. Also, Porygon kann nicht sterben. Das kann nur durch den Pegato passieren. Ja, oder Konter oder Abgangsbund. I mean, das sind halt Sachen, die da steckst du halt auch nicht drin, ne? So, Impagator. Ich wollte den sowieso nicht. Nee, Porygon, also ganz ehrlich, Porygon wollte auch nicht. Ich glaube auch. Da müssen wir ja auch kein Geheimnis draus machen, dass der so nicht so viel Lust hatte. So, dann nehmen wir uns dann wieder Dings mit, oder was? Hier Wailord und Hutsasa? Ich denke ja, ne? Ich denke ja. Genau. Super. Und mir reicht's jetzt auch, ich baller Sir Henry nach vorne, knall den Rest der Arena durch und Überlevelst den, eiskalt? Nein, der ist von mir mit am niedrigsten gelevelt. Ach so, okay. Na dann. Es reicht jetzt, mein Freund. Es reicht! Es langt aber auch wirklich. So, was gebe ich jetzt dem Bastard? Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Waldlass, Waldband. Aber auch Abgangsbund, ne? Drachentanz into Abgangsbund, ne? Das ist auch die Meta. Ja, das ist Meta, Austin. Das ist schon frech gewesen. Das ist schon frech gewesen. Alles nur, weil er Insomnia dir gegeben hat. Ja, das auch noch, ja. Und erst Insomnia gegeben, dann Drachentanz, dann Abgangsbund. Ja. War aber auch sein Play, sag ich. War ein gutes Team. Hat er geschlafen. Das war ein gutes Team. War strong von ihm. Ja. War strong. Einfach gut gemaked. Das scheinbar jetzt wieder so meine Phase, ne, wo ich alles Mögliche töte. Ja, aber Abgangsbund steckst du halt nicht drin. Ja, Konter auch nicht. Ja. Den lasse ich mir auch nicht so einfach ankreiden. Aber, dass man mal einen Mon durch Konter verliert und mal einen Mon durch Abgangsbund passiert, ne? Aber wirklich back-to-back? Back-to-back. Unangenehm. So, muss ich jetzt hier hoch? Muss ich die Snitch erst noch knallen? Okay. Was ist das? Ich weiß nicht. Es lädt sich auf. Es ist Ladevorgang. Ladevorgang, okay. Ah,
LOL-Vorgang! Falls er jetzt noch mal eine Elektroattacke kommt, unangenehm. Boah, Gastrodon, ich hab kein Pflanzen. Ich hab nur Pizzen. Ist aber für alle unangenehm. Das heißt, wir bleiben drin. Das ist echt unangenehm. Rasierblatt, okay. Oh, macht der guten Schaden. Sollte okay sein. Was ist das? Trumpfkarte, glaube ich. Wer hat das eingesetzt? Gastrum. Ja. Wird halt stärker, ne? Der aber Schritt. Erst die letzten zwei sind wirklich gut. Ja, ja. Das war noch Zeit, Alter, die Trumpfkartenmeter. Ja. Die war wild. Das war sehr wild. So, ich habe Enzio besiegt. Ich glaube, der ist aus Assassin's Credo. Ich drück mal. V-Generator. Schauen wir mal, ne? Was denn? Ja, da ist er nicht tot. What? Was passiert? Er hat V-Generator gedrückt. Warst du full life? Ich habe ganz wenig verloren gehabt vorher. Ja, lost von dir, ne? Schon lost. Das war's zu Handy. Der. Weißt du, dass ich mich gerade angefreundet habe wieder mit meinem Team, weil ich so Peking und zu Henry wirklich zwei gute Pokémon habe? Mhm. Ist das schön. Hm. Ja, das ist schwierig. An der Stelle. Das ist schwierig. Das ist alles sehr schwierig. Hauptsache, du hast den Latias noch, ne? Ich. Mit wem war der? Ich frag für einen Freund. Bitte? Mit wem war der verlinkt? Ich frag für einen Freund. Weiß ich nicht mehr. Hab ich vergessen. Mm. Ich glaube, das müsste Pudox gewesen sein, oder? Nee, Pudox? Ja, warum ist der sonst in diesem Team? Ich nee, weiß Zoroark. Es nicht. Ich werde Zoroark leaden, auf jeden Fall. Immer. Immer? Boah, also... Das war ein bisschen zerfetzend gerade. Es, ja, es ist schwierig an der Stelle. Was da abgeht. V-Generator. Ja. Hier fühle ich aber. Nicht. Das ist. Ist ja nur Stärke 180. Alles Gucci. Gar kein Problem. Ja, ich kann ja auch, also, ne, bald Bibor, Moterpel und Omot. Alle mitnehmen, gleichzeitig. Ja. Why not, ne? Nee, zu Pudox zusätzlich noch. Selbstverständlich. Oh Mann, ey. Oh man. Ich glaube, es wird echt hart werden, die Challenge zu schaffen. Also, noch ist es natürlich easy drin. Aber. Ich glaube auch. Wir verlieren halt, wie gesagt, die besten Pokémon. Nicht die, die wir nicht einsetzen wollen. Ja, mit denen müssen wir irgendwann dann die Liga schaffen. Beruhig dich doch. Nein, ich will ja eine Spannung aufbauen. Beruhig dich doch. Hm. Doch alles gar kein Problem, Diggi. So, ich bin jetzt hier beim Leiter, aber ich muss ja wieder weg. Ja. Schmutz. Wir bauen, denke ich mal, ein Team auf. Willst du den Leiter noch unbedingt in deinen Part mit rein? Nee, ja, nee, 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 nee. Nicht? Nee, nee. Ich gönn dir den. Ich gönn dir den. Es geht der letzte Leiter. Der Part ist schon 45 Minuten oder so. Ja, aber wir, da kann ja auch viel rausgeschnitten werden und so. Und der Leiter ist auch ein. Willst du den haben? Ja, dann gib mir her. Okay, sehr gut. Dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Genau. Wir machen ein Team. Genau. So, ein Trainer muss ich noch machen. Und dann sind wir bereit für Benson. Ich habe jetzt erstmal Nidoqueen mitgenommen. Bei Blocky im Team befindet sich auch der Pater. Zeig schnell. Natürlich. Hier, da ist schnell. Pokémon, da wohl Nona. Alles seht da. Ihr, seht ihr, alles, alles legit. Da. Kann aber sein, dass es dann wieder rausfliegt endlich. Ja. Ich bitte, aber ich meine, ich kann ja auch mal Shit mitnehmen. Wie versprochen, starte ich mit Zoroark. Klar. Danke. Los geht raus. Um das Risiko zu erhöhen. So, Pokémon Nummer 1 ist weg. Milotic. Nicht so geil. Welche Fähigkeit ich mein, hat der? Blattgeißel kann man drücken, I guess. Ich hab irgendeine dumme, oder? Eisenpaus, ja, okay. Passt. 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 Scheiße. Konter kommt ja jetzt. Pass auf, wie er das überlebt in einem HP. Geil, ich glaube, es war nicht.
Er lebt echt Autotrunken. Und jetzt kommt wieder Abgangsbund. Wir wissen es doch schon, wie der Hase läuft. Tim, spiel das. Erstmal Energieball drücken. Richtig. Mhm. Ja, Falterreigen. 30, das heißt, selbst Crit besiegt nicht. Müsste es ja jetzt wieder schneller sein, eigentlich, oder? Ja, ich hoffe doch mal, was? Speed Gap ist schon groß, sag ich mal. Jawoll. Jawoll. Let's go. So, ab der okay. Ehrenmann Polyester. Hatte sie zwei Pokémon oder drei? Oh, weiß ich nicht. Ja, okay. Dann laufe ich jetzt den gesamten Arena-Weg wieder zurück. Bis gleich. Ja, go. Und da sind wir angekommen bei Orden Nummer 8. Floßtee ist leer. Schade. Aber wir haben folgende Pokémon mitgebracht für diesen Kampf. Pedapan Pyro zusammen mit seinem Partner Udo Kabudo. Sehr wichtig. Raichu Medotic, Latias Zoroark und Vylord mit Huzasa. Das sind die vier Pokémon, mit denen wir jetzt reingehen. In unseren letzten. Genau. Die Frage stellt sich natürlich, mit wem beginnen wir? Also ich gehe mit Panferno rein. Denke ich. Okay. Ich glaube, ich starte einfach mal mit Udo Kabudo, weil da ist halt sein Fokusgurt noch intakt. Genau. Und in Milotic und Huzasa kann ich zumindest einigermaßen gut reinwechseln. Ich gehe rein. Oder ja, macht dann vielleicht insgesamt am meisten Sinn. Let's go. Denk dran, auch wenn wir jetzt zeitlich gerade ein bisschen unter. Olla, wie geil er da reinspringt. Olla, in eine Kurve. Ja. Oh, ja. Und das typische Bild, ne, wenn wir gegen Leiter kämpfen. Cool. ja. Das Ding ist, selbst. Also, wir sollten uns trotzdem. Selbst wenn wir zeitlich gerade schwierig sind, sollten wir uns trotzdem die Zeit nehmen. Ja, das ist. Um diesen letzten Leiterkampf zu gewinnen. Cool, das. Giftstachel Mist. Oh mein Gott. Ich gehe mal für Schweifglanz eine Runde einfach. Ja, ich glaube, gegen Inekoro kannst du es dir erlauben. Ich hoffe doch. Boah, zwei Treffer nur. Ist das denn fucking ernst, Mann? Schlagbohrer, okay. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr effektiver Hit. Uncool. Aber ich leb's. Giftstachel nochmal miss. Was? Hä? Giftstachel kann missen? Der hat Übereifer. Vielleicht. Ja, sowas was Mysterious, um ehrlich zu sein. Ja, aber solange es kommt bei schon Giftstachel einmal noch, bleibt. Ach komm. Lebt das mit einem KP oder so? Ja. Wild, aber wild, vielleicht wild. Lebt er. Heilt er, meine ich, genau. Okay, Arbok. Ist Arbok schneller als ich? Nein. Nein? Nein. Auf deine Fahrt? In keiner Welt. In keiner Welt. Außer der hat Orkanschwingen. Aber die gibt's in dem Spiel, glaube ich, noch nicht. Die guten Orkanschwingen. Boah, jetzt kommen die 5 Hits. Okay, stark auf jeden Fall, stark. Growlithe fast ge-one-shotted. Hat schon viel Schaden. Okay, Giftstachel trifft. Oh nein. Das sieht mir schon nach Übereifer Damage aus. I don't know. Okay, du hast Crowden weg. Okay, nice. Das kommt jetzt ich hätte vielleicht Ablativ drücken sollen, das wäre klüger gewesen. Empoleon. Sollte ich schneller sein, oder? Boah. Seid beide nicht krass schnell, aber ich würde sagen, ja. Ja. Wir sind verlinkt, ne? Ja, ja. Okay. Dann sollten wir vielleicht zeitgleich drücken, falls du drin bleiben willst. Was hast du eingesetzt? Schweifglanz oder was? Schweifglanz, ja. Und du hast jetzt Angst vor Arbok? Ja, ich habe Angst, dass Feuersäulen nicht killt. Ja. Vertrau. Okay, vertrau. Ich vertrau. Okay, let's go. Und schnell. Ja, ich habe doch schon, alles gut. Ich bin schneller auf jeden Fall. Ich bin auch schneller das heißt, auf jeden Fall. Das heißt, ich habe meinen Fokus geholt. Ja. Ich kille. Siehste. Easy. Gar kein Problem. Hast du den Polion gemacht? Titrobeere erstmal. Holzhammer! Nee. Schneller als Glurak. Holzhammer? Alter. Der Fokusgurt war auf jeden Fall nicht unwichtig. Ja. Die Frage ist, hat Empoleon eine Prio? Na sein kann es halt immer. Ansonsten könnte ich den halt jetzt nochmal easy rausnehmen, so. Mhm. Aber ich glaube, Huzasa ist auch voll okay. Ja. Boah, Fokusgurt war wichtig, aber jetzt habe ich ihn nicht mehr. Leider Verbrauchsseite, ne? Ja. Aber war wichtig. War gut. Ja. Okay. So. Könntest du tiefschlagen? Tiefschlag? Ich würde sagen, ja. Na, ach, nicht ansatzweise. Ach, what the fuck? Ist ja nicht sehr effektiv auf Stahl. Ah, true.
Da war ja was. Hydropumpe aber auch noch. Übertreib halt dein Leben. Übertreib dein Leben. Ich werde wohl schneller sein als der Surfer, oder? Ja, ja. Na, da bin ich mir. Also, es ist unsicherer als gegen Arbok auf jeden Fall, aber sollte es. Ich sollte schon schneller sein als ja. Du. Nein, aber er drückt nur Egel sammeln Mist. Perfekt. Easy. Okay. Ich glaube, hätte er was in der Hand gehabt, wäre er auch vor Arbok reingekommen. Aber. Das ist sehr gut möglich. Oblubella. Scanner. Rabbitjader. Bellas könnte unangenehm sein. Bella könnte unangenehm sein, ja. Je nach Moveset halt gerade, ne? Hast du irgendwas gegen den? Flammenwurf. Ja, ja wahrscheinlich drinbleiben und hoffen, dass er jetzt nicht mit Feuersturm in die Ecke kommt. Ja? Schweifglanz, okay. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, je nachdem, wie also es kann immer noch sein, dass er keine speziellen Moves hat. Ja, oder nur Scheiße gegen dich. So Pflanzen-Moves vielleicht. Aber du bist auch nur noch hart. Mhm. Ja, ich glaube, wechseln bringt es jetzt nicht. Ich glaube auch nicht. Ich könnte heilen, aber to be honest, wenn er dann über 50% macht, also wenn das Heilen was bringt, dann muss er mehr als 105 Damage machen. Das heißt, er macht darauf folgend nochmal mehr als 105 Damage. Das heißt, heilen bringt nichts. Ja. Korrekt. Okay, das Stream. Physisch, ja. Ja, trotzdem gar nichts so schlechtes nicht, Schaden ne? gemacht. Crit hätte fast gekillt. Ah. Ja, du kannst heilen. Jetzt. Ich denke, das ist auch mein Play. Hypertrank reicht nicht, oder? 200 KP? 120 nur noch, oder? Ja, jetzt ein Gen 9. Oder, aber damals noch 200. Okay. Okay, Mülltreffer Mist. Stark. Das ist sehr gut, ja. Mist nicht nochmal, schade. Ich glaube, eins hat er noch, oder? Oder ist das schon das letzte? Ich weiß nicht. Wäre ja komplett free, wenn es das letzte wäre. Was hast du denn besiegt bisher? Nee, eins müsste noch fehlen bei dir, oder? Ich denke schon, ja. Also es war das 55er, aber ich glaube, jetzt kommt noch das 53er. Arktos. Okay, das wirkt erstmal nicht so scary. Na gut, dagegen nicht. Naja. Du hast dann auch... will ich nicht drin bleiben. Double Step, beide gefährlich. Geduld. Kannst du es umspielen? Hast du irgendwas? Ja, zur Not wechsle ich halt, ne? Weil es schon unangenehm so. Du es nicht, aber der hat zumindest Falterreigen, da könnte ich setupen, bis ich den one-shotte. Ja. Wenn nichts gegen dich hat. Ja. Denke nicht, also Arktos ist ja jetzt auch nicht gerade für seine offensive Gewalt bekannt. Das ist true. Okay. Ist fehlgeschlagen auf jeden Fall. Das ist schon mal. Ist Geduld Prio? Ja. Dann drücke ich nochmal weiter rein. Ja. Okay, dann warte ich jetzt einfach, bis er durch ist mit Geduld und dann. Genau. Welle, go. Einmal kannst du ja theoretisch gleich drücken. Also jetzt nicht, danach die Runde. Oder? Weil jetzt speichert er Energie. Ist es nicht. Ist es immer Prio, auch der Schaden? Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss bin mir es auch nicht machen. Ganz sicher. Ich muss das Risiko nicht eingehen. Ja, okay. Wäre Prio. Okay. Ja, und jetzt killt Hitzewelle eigentlich schon. Oder die zweite. Ja. Aber eigentlich sollte die schon killen. Nice. Kommt nicht mal Geduld. Perfekt. Und dann haben wir Benson. Eliminated! Easy! Er wäre fast verschreckt umgefallen. Und wir bekommen den Orden dafür. 8 Orden! Wow! Let's go, Leute! Wir haben es geschafft. Amazing. Alle Orden sind beisammen, aber es folgt, glaube ich, noch einiges an Challenge. Und der dann natürlich ganz, 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 ganz am Ende. Und wir bekommen große, natürlich große noch eine TM. Ruhrort ist es bei mir. Ruhrort ist strong.
Siedewasser wäre mir auch ganz recht gewesen, ne? Ich sag nichts dagegen. Trugschlag, ja, das ist nicht so geil. Also zum Fangen natürlich nice, aber sonst. Hey, mal gucken, Ruhrort, ist das ein Ding in meinem Team? Gut. Ich meine, es wäre ja normal. Hau mal ab. Siedewasser könnte Wailord lernen. Finde ich witzig. Komm. So. Warum findest du das witzig? Weil Twilight ist. Oh nein, Mathis! Wow, du hast es geschafft. Jetzt gehört auch der letzte Orden dir. Du bist wirklich super. Eigentlich wärst du jetzt reif für die Liga, aber vorher müssen wir uns um Team Plasma kümmern. Hallo, meine Freunde. Dieses Team Plasma, von dem ihr da gerade geredet habt. Was sind das eigentlich für Kerle? Diese Halunken von Team Plasma haben das Pokémon-Management... ach, was sage ich? Sie haben die Pokémon unzähliger Menschen geklaut. Haben das Land in Eis gehüllt und den Eskal geklaut und überhaupt ganz viele dumme Sachen gemacht. Ja, und den Ozean kaputt gemacht. Und das freut Benson überhaupt nicht, Alter. Nee. Genug geredet. Okay, wir sollen Route 22 gehen. Merkt ihr das? Das merke ich mir auf gar keinen Fall. Ich glaube, Route 22 ist das, wo wir waren. Und dann müssen wir halt in die Höhle wahrscheinlich rein, ne? Yes, Sir. Aber jetzt ist erstmal egal, denn diese Folge ist mit dem Gewinnen des Ordens quasi beendet. Falls euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schaut beim nächsten Mal bei Flo rein. Es bleibt spannend, auch wenn wir jetzt alle 8 Orden haben. Team Plasma steht noch an, die Liga steht noch an, der Champ steht noch an. Und haut rein, exakt. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.